Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Nirim. So, in der letzten Folge waren wir diesen für mich später etwas nervigen Dungeon im Tempel des Seelenschinders und haben den Seelenschinder für Arantial geholt. Und dann hat er uns auch schließlich zurück ins Bergkloster teleportiert. Ich habe gerade Pause-Button mal gedrückt, weil jetzt geht es auch gerade weiter mit der Befreiung des Bergklosters. Da sind die Soldaten des Kanzlers. Yo! Geil! Quest hinzugefügt. Der Anführer kehrt zurück. Arantial hat bewiesen, welche unglaubliche Macht er besitzt, indem er eine ganze Truppe von Soldaten mit einem Schlag aus dem Weg geräumt hat. Nun stehen nur noch wenige Gegner zwischen dem Kloster und uns. Mit den restlichen werden wir auch so fertig. Echte sucht die jetzt mal, wie gesagt, nicht, weil sonst haben die eigentlich, die haben ja nie wirklich was Interessantes oder Besonderes dabei gehabt. Ja. Die machen keinen Ärger mehr. Die anderen drei, vier habe ich gekillt. Im Kampf gegen diese Bastarde, verschmolzen mit dem Seelenschinder, ist mir wieder klar geworden, was Freiheit bedeutet. Oh, sie fühlt sich gut an nach Jahrhunderten der Gefangenschaft. Der Sieg unserer Sache liegt nicht mehr fern, seid euch dessen gewiss. Nun wendet sich das Blatt zum Guten für den Orden und zum Schlechten für die Lichtgeborenen. Und für unseren hochgeschätzten Kanzler Baratheon, dessen Kopf soeben die letzten Stunden auf seinem Körper genießen darf. Und nun kehre ich zu meinen Streitern. Mal sehen, ob wir jetzt endlich mal wieder auf Kim treffen. Die haben wir auch schon gefühlt Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und da sehe ich Callisto schon mal da vorne. Okay, irgendwas hat sich richtig fett gerumst gerade. Ne, Kim sehe ich aber nicht. Du da. Wer ist es? Narazul Arantial ist zurückgekehrt. Seid mir willkommen. Callisto. Ihr seid momentan der Anführer des Ordens? Nun, dann werde ich diesen Titel jetzt von euch übernehmen. Ich gebe ihn euch gerne. Endlich sehen wir ein Licht am Horizont. Eure Ankunft verheißt Hoffnung. Genug jetzt des Geschwätzes. Wir müssen uns nach Kabaet aufmachen. Zu den Pferden! Wie ihr wünscht. Ja. Okay, momentan geht die Story Schlag auf Schlag weiter. Finde ich auch mal ganz cool. Weil man uns letzte Zeit ja echt viel mit Nebenquests oder Erkundungen beschäftigt, können wir auch wieder ein bisschen Story, großen Story-Batzen machen. Wollen also jetzt von hier bis nach Kabaet gehen, ne? Okay. Los jetzt, nach Kabaet! Ja, die Steuerung mit dem Pferde zu Pferde ist leider etwas schwammig. Ja, ihr könnt ruhig aufsteigen, Leute. Also, ich muss mal auch Kiste, sollte ich mal vielleicht zum auf dem Pferd lassen. Auch was Besonderes, was in Skyrim auch nicht mehr geht, dass man in der Eco-Perspektive auf dem Pferd reiten kann. In Skyrim geht das ja nicht mehr. Mit der Fackel in der Hand. Leider können wir leider nicht kämpfen auf zu Pferde. Das geht leider nicht. Auch ein Grund, warum ich eigentlich nie wirklich in Oblivion oder so in Pferde benutze. Weil man dann ewig absteigen muss, kämpfen muss und das ist auf Dauer ein bisschen nervig. Ich muss aber auch zugeben, in Skyrim habe ich auch eigentlich auch so wie nie Pferde benutzt. Ich hatte zwar dieses Schattenstute oder Schattenmähne von der dunklen Bruderschaft in Skyrim immer, aber nur weil das so cool aussah. Wir sind auf jeden Fall echt gut schon vorangeschritten in der Story von Nirim. Vielleicht brauchen wir doch keine 220 Parts, so ungefähr wie bei Oblivion. Je nachdem. Wir schauen einfach mal, wie lange uns das beschäftigen wird. Also, entdeckt Nordwacht.
Ah, guck mal, hier ist eine Festungsruine. Ich glaube nicht, dass die auf uns warten, wenn ich aussteigen würde, oder? Also, wir fokussieren uns nicht erst als schön die Story, spielen wir jetzt mal zu Ende. Wir fokussieren uns zum Teil auch ein bisschen auf die Story, Nebenquests. Und dann, je nachdem, wenn wir vielleicht noch Nebenquests offen haben, machen wir die auch noch natürlich. Die Welt erforschen. Da müssen wir mal schauen. Ne? Also, unser Set haben wir jetzt quasi zusammen, was ich eigentlich momentan haben wollte. Wir spielen ja so eine Art Kampfmage, sind wir ja. Schauen Sie mal. Also im Großen und Ganzen schaue ich mich vielleicht hinterher auch noch ein bisschen in der Weltgeschichte um. in den Dungeons und so, weil sie sind eigentlich echt zum Teil echt gut designt. Also vor allem die Story-Dungeons, also so, wie letztes Mal diese große Höhle da in dieser Unterwelt auf dem Weg nach Ankur, die war ja aus. Und dann gerade dieser Dungeon mit Arantial, der hat mich zwar ein bisschen aufgeregt innerlich, aber eigentlich war das auch richtig gut designt wieder. Ach, ich glaube, da oben ist schon Carbet. Wir sind schon da. Rantiel, wo reitest du hin? Willst du mich verarschen? Oh Gott, deswegen nutze ich nie Pferde, die Steuerung. Eieiei. Keine Ahnung, ich glaube, der wollte mal kurz pinkeln oder so und ist kurz mir in die Ecke gegangen. Oh Mann. So, das heißt wahrscheinlich jetzt erstmal zur Taranor wieder zurück. Quest beendet. Der Anführer kehrt zurück. Wir erreichten wohlbehalten Carbet. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das dort vorn auch schon der große Taranor selbst sein. Gesegnet sei diese Stunde. Narazul Arantel kehrt zurück. Des Kanzlers Untergang reitet in meiner Stadt ein. Der König war erfolgreich. Taranor, ich hörte, ihr habt euch gegen den Kanzler gestellt und euch unabhängig gemacht. Sehr löblich. Auch wenn die hat eine schöne verchromte Axt am Rücken. Positives über euch vermuten lassen. Ich bitte euch, ein wenig Breborium und Protz hier und da schadet meiner Herrschaft gewiss nicht. Doch wir sind nicht zum Plaudern hier. Mein Reich ist noch immer vom Feind besetzt und ich habe nicht genügend Soldaten für einen umfassenden Gegenschlag. Und auch nicht genügend Demut. Das Blatt wendet sich aber. Die Kunde von eurer Befreiung hat sich wie ein Lauffeuer im Land verbreitet. Und siehe da, es kommen stündlich gerüstete Krieger der Eterna in die Stadt, um sich euch anzuschließen. Ja, das ist mir bekannt. Jetzt sagt endlich, welche Orte noch erobert werden müssen, damit ich bald nach Erotin aufbrechen kann. Gewiss. Der Feind ist aufgrund meiner Zermürbungsangriffe bereits nervös geworden und hat sich in der Burg Darlan und dem Dorf Mordram zusammengerottet. Wir werden beide Orte gleichzeitig erobern müssen. Dann gehe ich mit meinen Eternern nach Mordram. Ihr und Callisto könnt euch die Burg vornehmen. Danach schließen wir uns an der Pforte zum Nordreich wieder zusammen. Mit Vergnügen. Damit werden meine Soldaten ohne Probleme fertig werden. Ihr könnt euch entscheiden, mit wem ihr mitgeht. Entweder mit mir oder mit ihm, aber eines davon müsst ihr tun, denn wir brauchen jeden Schwertarm. Quest hinzugefügt, die Befreiung. Die letzten Kanzlersoldaten haben sich laut Taranor nach Mordram und in die Burg Darlan zurückgezogen. Während Taranor die Burg zurückerobern wird, werden Arantel und seine Eterna sich das Dorf vornehmen. Er meinte, ich könnte mich entscheiden, welche Gruppe ich mich anschließe. Ja, dann würde ich sagen, jetzt machen wir wieder ein Save hier. Dorf Mordram. Waren wir da schon mal? Ich weiß, also Bogdanan ist da vorne, das heißt, die wäre eigentlich theoretisch näher. Arantel zu befreien war eine Meisterleistung. Und nun werdet ihr zusammen mit mir Bogdanan erobern. Machen wir mal Bogdanan einfach mal. Ja. Das ist dein Wort. Los, kommt. Ich werde euch und die Soldaten dorthin führen. Arantel wird gewiss gleich nach uns aufbrechen. So, dann machen wir das einfach mal.
Alles schön und gut, aber was ist denn eigentlich jetzt mit Kim? Wo ist die denn? Ich finde es ein bisschen komisch irgendwie. Weil immerhin ist doch Kim auch ein Teil des Ordens hier. Ah, weißt du, wir machen hier die ganze Arbeit, Schlachtpläne etc. Und Kim, was weiß ich, was wo die ist, ey. Der hat echt schöne verkrummte Axt am Rücken, ey. Das ist, glaube ich, eigentlich dieses Siegel der Ritter der Neuen eigentlich, ne, was der da auf dem Lederharnisch hat, ne, eigentlich. Der Ritter der Neuen, Knights of the Nine. Wenigstens ist es auch gerade mal hell und es regnet nicht. Ist auch mal was Besonderes. Also wie gesagt, wir werden jetzt erstmal ganz in Ruhe die Story durchspielen, dann noch Nebenquests, wenn ich noch welche offen habe oder welche finden sollte, machen. Und dann je nachdem, wenn noch vielleicht Interesse besteht oder so, werden wir dann noch ein bisschen die Welt erforschen gehen. In gewisser Weise lohnt sich das ja eigentlich schon. Anders als in Oblivion wird man hier eigentlich reichlich auch gut belohnt in den Dungeons. Ne? Da schauen wir mal weiter, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Bis dahin erforschen wir was. Ach, Callisto kommt auch mit. Ah, okay. Yo, ey, du hast die Hühner gekillt. Die Hühnermörder. So. Da stehen sie alle schon. Auf geht's! Ich will zuerst, als ich aussehe. So, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Die sehen zum Teil alle gleich aus. Ich glaube, die Gegner-Soldaten sind rot, oder? Ja, ich glaube, die Gegner sind in Rot. Na, warte. Jo, eine richtige Soldatenarmee haben wir hier. Der kämpft gar nicht, der haut mal ab. In den Burgfried, auf in die Halle. Oh scheiße, ich glaube, wir haben jetzt einfach nur unsere Leute gekillt. Zack. Sonderlich schwer sind die ja nicht. Sonderlich viel halten die ja nicht aus. Sag nicht, das war's schon. Ich habe die Burg zurückerobert. Wow. Wir waren siegreich. Okay. Ihr habt einmal mehr bewiesen, was ihr wert seid. Und ich will großzügig sein. Burg Darlan sei ab diesem Moment euer Eigentum. Oh. Ich schenke sie euch. Und ihr könnt euch in den Gemächern einrichten, wie es euch beliebt. Jetzt habe ich eine eigene Burg? Wie geil ist das denn? Ich aber werde nun nach Kabaid zurückkehren und aus den Ruinen meines Reiches etwas Prächtigeres erschaffen, als es hier ein Mensch zuvor gesehen hat. Wir werden uns gewiss wieder begegnen, Burgherr von Darlan. Lebt wohl. Oh, nice. Ich schicke ein paar Leute, die diese Schweinerei hier wegräumen. Ja, nice. Mit Stahlfälle. Okay, das ging ja flott und schneller, als ich dachte. Endlich ist das erledigt. Ja, Callisto. Nun kommt. Wir wollen uns mit Arantial an der Pforte des Erfolgeroberung verdient. Je schneller wir von diesem unverbesserlichen Egomanen Taranor weg sind, desto besser. Ich bin schon gespannt, ob Kim die Bauern gegen den Kanzler aufwiegeln konnte. Jawohl. So, wir haben die Festung genommen. Taranor erwies mir seinen Dank für meine Hilfe, indem er mir die Burg Darlan schenkte. Ja, schick mal für so eine Burg. Callisto sagte, wir sollen uns sofort zur Pforte des Nordreichs aufmachen, um uns dort mit Arantia zusammenzuschließen und dann nach Irithin weiterzuziehen. Okay.
Okay, also wie gesagt, also momentan kommt echt viel Schlag auf Schlag Story. Also hier momentan ist nicht viel erkunden, also kann nicht viel Freiraum. Das heißt, wir haben gerade richtig viel Story-Batzen. Großer Pulk Story kommt hier gerade auf uns zugerollt anscheinend. Und der hat hier einfach die Hähner, die Hühner, die Hähne erledigt. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine eigene Burg. Burg Danan ist also jetzt unser. Können wir uns auch demnächst irgendwann mal angucken, wenn man die ganzen Leichen da alle weggeräumt wurden. Vielleicht können wir das sogar noch ein bisschen ausbessern. Aber ausbessern, ich weiß, haben wir dafür eine Quest bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Pforte voll, die Pforte des Nordreichs, wo war die denn? Da, ach da vorne. Du hast auf jeden Fall ein paar Pfeile bei dir stecken, Callisto. Im Übrigen nähern wir uns auch jetzt wirklich langsam der Folge 100. Da habe ich mir auch überlegt, das wäre mir auch Traum gewesen. Da habe ich mir überlegt, dass wir einfach da einfach eine lange Folge draus machen. Dass ich da wahrscheinlich so eine, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde, einen Stundenpart mache. Oder anderthalb, je nachdem. Das ist eine Truhe oder Truhen. Für Orange. Nordschneise. Sie liegen einfach überall Soldaten rum, überall, auf jeden Fall überall irgendwo tote Menschen. Ich sehe überall tote Menschen. Quest beendet, die Befreiung. Wir trafen uns an der Pforte von Carvaid. Nun können wir uns gemeinsam noch Erotin aufmachen und Baratheon entmachten, damit der Orden sich seinem eigentlichen Ziel widmen kann. Die Götter zu töten. Oder zu entmachten. Ah, und wir haben Level Up. Quest hinzugefügt. Des Kanzlers Schicksal. Ich sollte jetzt mit Arantial nach Eotin reiten, um den Kanzler zu entmachten. Nun sind wir wieder vereint. Eile ist geboten, denn Baratheon wird allerlei Vorkehrungen treffen, wenn um uns aufzuhalten. Ist, hat Kim des Kanzlers Kriegsmaschinerie schon weitestgehend gelebt. Hoffen wir es. So, ich habe, glaube ich, auf jeden Fall ein paar Erfolge bekommen. So. So, Eroberung. Für die Eroberung von Burg Danan erstmal. Abenteurer erfährst du 55 Aufgaben. Und Burgbesitzer für das Besitzen einer Burg haben wir bekommen. 55 Aufgaben? Ey, was? Echt jetzt? Ja, 48 Aufgaben eigentlich. Okay. Gut, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir jetzt auch direkt unser Level Up, würde ich sagen. Und haben Stufe 34 erreicht. Das Level finde ich danach da in diesem System mit den Erfahrungspunkten und den Fähigkeiten, dass sie sich nicht ganz ausbügeln konnten, dass man nicht mehr so viele Ups dafür bekommt, weil man ja nicht mehr Hauptfähigkeiten, weil dieses System mit den Hauptfähigkeiten ja nicht mehr existiert quasi. Das ist ein bisschen blöd, finde ich, beim Levelaufstieg. Intelligenz, Charisma, Konstitution. Okay. Dann steigen wir wieder auf unser Pferd. Arantial, du sollst bitte auch mal aufs Pferd gehen und nicht dein Pferd anmachen. Das heißt auch noch Eroutin, Kanzlersoldaten. Das hört sich zwar schon nach Ende an, aber das ist noch nicht das Ende der Story. Aber ein wichtiger Part davon, auf jeden Fall. Brücke des freien Wiederkehr heißt die jetzt, ne? Genau, damals hieß die irgendwie des besetzten Wiederkehrs oder so ähnlich. Es fängt ja auch noch an zu schneien an. Können wir mal aus der dritten Person hier ein bisschen reiten. Seht, ein Sturm zieht auf. Selbst das Wetter ist meinem Zorn gewogen. Ha!
Man sieht ja, am Anfang des Spiels war das ja alles sehr idyllisch und so alles so friedlich, so ein bisschen. Und jetzt, je nachdem, wie weiter man die Story voranschreitet, desto mehr kriegerisch und so wird das ja alles. Mehr tote Soldaten und Menschen liegen auf den Straßen. Alter, allein hier, guck mal. Schaut euch das nur an. Mir scheint, die Bauern haben die Abgaben an den Kanzler satt gehabt. Kim hat sie zum Aufstand angestachelt. Baratheon ist am Ende. Abwarten. Er wird sich in Erotin eingeegelt haben. Seht nach, ob ihr Kim irgendwo finden könnt. Sucht beim Tor an der Brücke. Kalisto und ich werden uns einen anderen Weg in die Stadt hineinsuchen. Wenn ihr Kim gefunden habt, dann greift zusammen mit den Bauern das Tor an. Kämpft euch zum Palast vor. Dort treffen wir uns dann. Oh, treffen wir uns dann endlich mal auf Kim wieder. So, Kim ist anscheinend geschafft, die Bauern gegen den Kanzler aufzustacheln und somit die Verteidigung Irutins ins Wanken zu bringen. Rantisch trug mir auf, beim Stadttor nach Kim zu suchen, sodass wir anschließend gemeinsam die Stadt stürmen und uns Palast vorkämpfen können. Rantisch und Kalisto selbst werden einen anderen Weg nehmen. So, dann machen wir nochmal einen richtigen Save, würde ich sagen. Okay. Ah, da ist Kim. Hey, Diot, endlich, wie geht's dir? Endlich, du bist hier. Ich habe so gehofft, dass du bald nach Erotin kommst. Fast hätte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Es hat so lange gedauert. Meiner Treu, bin ich froh, dich wiederzusehen. Ja, und ich erst, Kimi. Ich konnte die Bauern auf unsere Seite bringen. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Plötzlich kamen von überall diese Menschen mit den leuchtenden Augen hervor und meinten, dass ihr Anführer Narazul Arantial befreit worden sei. Sie haben uns geholfen. Warst du das? Hast du Arantial befreit? Ja, das war ich, genau. Ja, was soll diese dämliche Frage? Wie böse man zu der mal sein kann? Na, nee, die ist doch so lieb. Das war ich auf jeden Fall. Zu glauben. Obwohl, ich habe es dir natürlich zugetraut. Ich weiß ja, was du drauf hast. Jedenfalls kam vor kurzem das Gerücht auf, dass der Kanzler das Nordreich nicht mehr besetzt halte. Und dass Arantial nun kommen werde, um sich seiner anzunehmen. Ist das wahr? Ich kann es kaum erwarten, dass Baratheon dafür büßt, was er Merzul angetan hat. Ja, auf jeden Fall, Arantia sagt, wir sollten angreifen. Dann tun wir das doch auch. Wir gehören dem Orden an. Also haben die Soldaten da drin keine Chance gegen uns. Wir sind stärker als sie. Du führst den Angriff an. Wir folgen dir. Okay. Da steht ein Questlog. Ich traf Kim in der Vorburg Erotins an. Jetzt können wir angreifen. Baumann. Na, ach, Narel. Ja klar, kenne ich dich. Ich bin es, Narel. Vor einiger Zeit habe ich euch in das Versteck der Eterna in den Kanälen geführt, wisst ihr noch? Genau. Damals sagte ich, dass die Menschen unser Volk unterdrücken. Und nun schaut uns an. Jetzt, da Arantial wieder da ist, fürchten sie sich vor uns. Sie fliehen sogar. Und jetzt werden wir ihr Grauen sein. Es erfüllt mich mit Stolz, von Narazul Arantials linker Hand in die Schlacht geführt zu werden. Oh, jetzt bin ich schon Arantials linke Hand. Ah ja, haben wir schon einen richtigen Aufstieg. So, ich traf Narel wieder, jener Ternan, von dem ich vor langer Zeit Remans Brief aus dem Sanktor erhalten hatte. Er ist sehr stolz, dass sein Volk sich nun endlich gegen die Unterdrückung erhebt und wird beim Angriff mit dabei sein. Na cool, weil wir ihn damals verschont haben, hilft er uns jetzt. Das ist für mich Rollenspiel, sowas, solche Entscheidungen und deren Tatkonsequenzen. Das heißt, oft in dem Palast, denke ich mal. Ja klar, da residiert er, ja, das heißt, wir müssen in den Palast. Ah, was? Gitter wird zugemacht. Sie haben das Fallgitter runtergelassen. Dann geht jemand durch die Kanäle. Öffnet das Tor von innen. Wir beide. Kommt mit. Ich kenne die Kanäle und weiß, welchen Weg wir nehmen müssen. Natürlich. Die Wachen haben das Stadttor geschlossen. Narel meinte aber, er kenne einen Weg durch die Kanalisation. Wir müssen auf die andere Seite des Tores gelangen und den Torhebel betätigen. Was habe ich gesagt? Was wäre Oblivion oder in dem Sinne jetzt Nirem ohne seine berühmt-berüchtigten Abwasserkanäle? Oh Mann, ey. Man ist hier echt zu Hause. In Oblivion.
Ah, Kim folgt mir nicht, die bleibt oben. In dem Rechen waren wir eigentlich schon. Wir haben uns ja schon mal umgeschaut damals mit ihm zusammen. Psst. Dort vorn. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Wir können sie überraschen aus dem Hinterhalt. Oh ja. Ich brenne darauf, mich zu rächen. Rache dafür zu nehmen, wie sie alle uns Eterner behandelt haben. Na komm, wieso nicht? Du sollst eine Rache haben. Angriff! Das meine ich auch. Los! Gleiches mit Gleichem! Das war dein letzter Ich bin zäher, als ich aussehe. So. Einsteckklemme. Ich sag hier, besondere Sachen haben die nicht dabei. Ich mach jetzt doch nochmal die Fackel an. Hinterhof. Ach, ein Hinterhof, da ist doch der Hehler. Die Musik passt jetzt nicht bei einer Erstürmung der Stadt. Ey, wo ist denn jetzt? Ey, wo ist der jetzt? Geh doch mal kurz zurück. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da. Hier entlang. Wir müssen durch die Kaserne zum Torhebel. Ja, komm, ich lass die Fackel jetzt mal an. Oh, es war jetzt ein hoher Sprung. Hey, hey, hey. Ja, hat er auch. So, Erutin Kaserne. Da warten noch bestimmt auch wieder ein paar Soldaten auf uns, oder? Na, er ist bewusstlos. Aber wir sind hier durch. Okay, fangen wir mal den Questmarker. Ja. Der Schlüssel fehlt. Da. Torschlüssel. So, es ist mir gelungen, das Tor zu öffnen. Jetzt muss ich mich in Richtung Palast aufmachen. Gut, dann komm mit. Ah, scheiße. An Kampfmagier des Kanzlers hat das Gerüst über den Ausgang zum Einsturz gebracht. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. War ja klar. Kampfmagier hatte einfach eiskalt gar nichts drauf. Geschützturm. Ja, hier würde ich sagen, ne? Oh, in den Kasernenhof. Was ist das denn hier? Kammer? Da geht's wieder in die Hauptstadt. Okay, da ist der Palast. Haben wir es doch geschafft. So.
Da geht der Timer. Moment. Was machen wir noch? Ein hübsches Spektakel, findet ihr nicht? Das unterdrückte Volk erhebt sich gegen seinen Peiniger. Ihnen dürstet nach Freiheit. Sie wollen frei sein und kämpfen dafür. Ja, das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der sie täglich erobern muss. Ihr kommt mit mir in den Palast. Alle anderen werden hier draußen warten. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, was uns in den Palast erwartet und ob wir Baratheon stellen, das erfahrt ihr aber erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dann.